Ja, es gibt ein neues Album. Nach 2022, nach unserem Album Xi'an, gibt es nun eine neue Produktion. Entstanden sind eigentlich wieder viele neue Stücke mit ganz besonderem Charakter. Aufgrund dessen auch, dass wir in einer neuen Besetzung spielen. Wir sind nun fix zu fünft unterwegs. Alex Strebo ist am Flügel mit dabei und auch an den Keyboards. Als Harfenistin ist nun fix Iselin Lenze aus Belgien mit dabei. Hier gibt es natürlich jetzt die Möglichkeit, wieder viele neue Klangfarben und viele neue Klangmöglichkeiten mit einzuarbeiten. So freue ich mich schon sehr auf dieses neue anstehende Album. Diesmal war es so, dass wir das Album teilweise zusammengeschrieben haben. Manuel Randi, Alex Strebo und ich waren im Salzburgerischen auf einer Alm, auf der Wolfschwang, und haben dort ein paar Tage lang zusammen komponiert und zusammengeschrieben. Per me è stato molto bello incontrarsi e avere il tempo di suonare 3 giorni insieme, di cercare nuove idee e di cercarle insieme. E è stato un processo molto, molto interessante e anche molto, molto difficile, perché bisogna essere molto selettivi in tre, bisogna capire qual è l'idea veramente buona. Però diciamo che noi siamo dei musicisti veramente molto affiatati. Suoniamo insieme da tanto tempo e quindi è andato tutto molto veloce ed è stato bello perché sono stati 3 giorni che potevano durare anche un'ora oppure anche una settimana. Si perde il tempo, si suona la mattina, il pomeriggio, la sera, sono venute fuori delle belle composizioni, secondo me. Ovviamente non si sta facendo robe da strane, però per esempio un tut una chanti della tradizione di alpini. Il Signore delle Cime è l'un fatta nostra con un nostro arrangiamento dar minimalista, dar al cuore, ma si dice. E questa cianti è dopo l'un tutta sua, ma si dice che era stata 3-4 dismici che ne è più buona la faccia di mezzo, tanto sarà un tuite. Der Herbert ist immer unberechenbar gewesen. Und gerade, wie soll ich sagen, wenn einer gesagt hat, na, so, das wird nicht funktionieren, dann hat er erst recht. Und ich glaube, dass das jetzt einfach jetzt den Bergen geschuldet ist. Und auch die Musik finde ich jetzt eigentlich schon sehr sagenhaft. Also auch die Vertonung von King Lauren, ja, super. Das sind jetzt Nummern, ich glaube, das werden sicher seine Lieblingsnummern werden jetzt in Zukunft, ja, Freunde. Et c'est une manière totalement différente de travailler, mais qui est très, très, très intéressante. Il faut vraiment travailler au feeling, ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort, de découvrir de nouvelles techniques, vraiment d'ouvrir son esprit. The Dark Side of the Alps, deshalb, weil ich natürlich in den Alpen aufgewachsen bin, mir die Alpen und der Berg an sich sehr wichtig sind. Und für mich das Gebirge und das Hochgebirge generell einen ganz besonderen Stellenwert in meinem Leben haben. Und so habe ich versucht, diese Eindrücke schlicht und einfach nur in Musik zu setzen, zusammen mit meinen Bandmitgliedern.